In dem letzten Part von The Past Within. Sieh mal ein schöner Schmetterling an. Die sind zu meinem Vater da in diese Dings da eingedämmt. Oh, das ist ein schöner Schmetterling. fertig. Oh Gott, Tee. Großes Tee. Hä? Hab ich gemacht, Digga? Und das wird heute passieren. Ich seh das, ja, aber ich halt. So in der Zukunft, ich. Oh, ich seh's schon, komm, ich versauer hier in der Zukunft, Alter. Mit meinem Vater, der hier wie so ein Embryo in irgendeinem Wasser rumschwimmt, Alter. Ich hab wieder eine neue Zeit. Alter, dieses Spiel ist... Alter, warum sind immer diese Spiele von Rusty Lake, warum sind die so verstörend, Alter? Ich weiß es nicht, aber ich lieb's. Oh, ich kann was mit dem schwarzen Ding hier machen. Oh Gott, Digga, hallo! Mit dem schwarzen Ding? Würfel, andere Geschichte. Ach so. Aber ich glaube, ich kann da oben wieder was auswählen. Er kriegt Blut. Ich sehe Blut. Er hat Haare bekommen. Ja, ich weiß, er hat irgendwie... Hey, der Blut hat Haare bekommen, alles klar. Okay. Und halt auch wieder seine Narbe hier am Gesicht. Na, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. So, ich habe halt jetzt hier eine Kerze wieder. Ich muss, glaube ich, wieder da was eingeben bei diesem Panel da. Hä? Also das, was wir da vorhin schon hatten. Ich habe gerade ein Teleskop bekommen. Hey, okay. Alter, dieses Spiel, Digga. Schachfiguren. Dieses Spiel, Alter. Und ich muss irgendwas... Ich muss rechts drehen, damit ich... Hey, was... Irgendwas eindingsen kann. 3 Tage später. Jetzt sehe ich die kaputte Vase. Jetzt sehe ich einen Kronleuchter. Schön, was du alles sehen kannst. Das bringt mir aber nicht, ich will meinen Vater an der Wand runterkrabbeln. Das bringt mir. Das nützt mir aber nichts, ne? Ich seh das, ja, aber ich halt. So in der Zukunft, ich. Ich dachte, wenn ich dir das sage, weißt du, was ich sehe? Nee. Und du weißt vielleicht, was für eine Reihenfolge das muss. Ich weiß gar nicht, was hier irgendwie muss oder nicht, Alter. Ich hab keine Ahnung. Oh Mann. Ah, fuck, Alter. Hier in meinem Kapitel. Hä, warum wackelt das alles? Puff, Alter. Mein Vater ist... Ich muss sagen, der Vater ist so doof, eklig, ne, mittlerweile. Alter, oh, das ist halt so scheiße, dass ich halt nicht sehen kann, was du gerade machst. Oh, ich seh's schon, komm, ich versauer hier in der Zukunft, Alter. Mit meinem Vater, der hier wie so ein Embryo in irgendeinem Wasser rumschwimmt, Alter. Also das sehe ich, wenn ich durch mein Teleskop... Ach, warte mal, hast du nicht gesagt, du hast eine Kerze in dem Ding gesehen? Ja. Dann brauche ich die Kerze, bitte. Weil ich habe doch hier auch eine Kerze bei mir. Oh Gott. Man muss halbwegs logisch denken können. Das, oh Mann! Ich hasse diese Spiele! Ich hasse diese Spiele. Ey, ehrlich jetzt. Okay, ja. Ehrlich. Ne? Alter. Ich bin einfach doch manchmal noch zu dämlich und kann noch nicht logisch denken. Ich merke. Oh, und du hattest es vorhin mit... Egal, wir reden nicht mehr darüber. Wir lassen es einfach jetzt, wie es Kerze. Ist. Da. So. So, jetzt habe ich nämlich hier die Scheiße mit den Schachfiguren. Das hatte ich ja vorhin schon. Jetzt habe ich die Uhr. Kommt jetzt noch was? Eine Rose. Oh, wie doof kann man eigentlich sein? Na gut. Man muss erst mal da drauf kommen und... Oh Gott, was passiert gerade mit meinem Vater? Ja, Hilfe. Oh!
Gott. Oh, fuck. Oh, Hilfe. Oh, ach du Scheiße. There will be blood. Oh mein Gott, mein Vater ist aus diesem Ding rausgesprungen. Ah, und er krabbelt jetzt so eklig rum. ich habe Angst. Ach du Scheiße. Wer ist das? Was ist das für ein Auge gewesen? Alter, ich muss das mal nach meinem Vater gucken. Oh ja, Gott. Dann guck mal nach deinem Vater. Ja. Oh mein Gott. Okay. Mein Vater spricht gerade zu mir. Ja, was sagt er denn? Du hast mich wieder zum Leben erweckt, aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind alle gefangen in den Würfeln, die wir erzeugt haben. Wir müssen einen Weg hier hinausfinden. Schau in meine Tasche. Okay, ich habe hier wieder einen Code für dich mit X und so weiter und so fort. Alter, ich kam gerade nicht drauf klar, wie sein Voice-Acting war, Alter. Das hat sich mega so angehört wie ein Charakter aus der Serie Hello War Boss, die ich. Ich bin ready. Gerade. 3X. Y2. Ja. 1Z. Sagst du noch was? Look into my pocket. Wenn ich meine Augen in der Zukunft öffne, werde ich eine Maske tragen und dir die Edelsteine zeigen. Erst dann können wir aus dem Wirbel entkommen. Ja, und? Ich hab doch, warte mal, ich hab die Maske angetippt, ich hab die Augen angetippt. Die Edelsteine, den Würfel, oder hab ich schon wieder was vergessen? Ich hab Schmetterling, der hat mir geholfen. Hab ich was vergessen? Aber, und? Hä, warte mal. Wenn ich meine Augen... Warte, kannst du es mir bitte nochmal vorlesen? Ja. Wenn ich meine Augen in der Zukunft öffne... Ah, jetzt habe ich. Ich habe wieder die Zeit vergessen anzugucken. Okay, ich habe einen goldenen Schlüssel. Oh Gott, wo ist mein Vater, Alter? Wo ist mein Vater? Okay, da steht mein Vater. Okay, der ist noch nicht abgehauen. Warte mal, kann ich jetzt hier meine Box öffnen? Was ist das alles? Ich habe jetzt hier so Masken bekommen. Okay. Weil der Schmetterling sitzt bei mir gerade auf. Okay, gib mir eine Maske. Aber da geh ich weg. Gott, was passiert gerade? Warum ist alles gelb bei mir? Hey, mein Schmetterling ist weg. Warte. Nochmal eine andere Maske. Ich hab irgendwelche Figuren. Okay, hier ist jetzt alles weiß. What the fuck? Warte mal. Nicht, dass hier sich irgendwas verändert und ich... Oh! Ich brauch die Edelsteine. Ich brauch 3 Edelsteine. Ich hab erstmal wieder eine Uhrzeit für dich. Sie? Warte. Kommt sofort. Ach, das ist doch mal gut, dass hier überall mit der Maske... Warte. Was passiert mit der nochmal? Ach, da habe ich wieder das Radio. Oh mein Gott, warte mal. Ha, schnell. F, G, D. Was war das letzte? C. Okay, das ist alles hier verbunden mit den Masken. Okay, ich habe verstanden. Und jetzt die letzte? Oh Gott, warum tropft Blut von der Decke? Ach, du Scheiße. Okay, warte. Ein weiteres Bild für dich. Lol, mit irgendwelchen Reglern. Okay, Alter. Ey, das ist mega creepy. Hirschmaske, okay. Sagst du noch was? Nein. So. Wie soll das sein? Ja, weiß ich nicht. Das wurde mir halt gleich angezeigt. Ich dachte mir so, ja, geb ich dir gleich. Und halt noch dieses vom Radio, wieder mit 4 Buchstaben. Dann mach mal die 4 Buchstaben. Ja, also was du vorhin schon hattest hier. Was ich dir gegeben habe von diesen Radiosequenzen. Da habe ich nämlich FGDC. Ja, lass mal gucken, ob da mit meine Klaviertasten wieder oder was. Ja, ich denke mal.
Ja, dann laber mal los. F, G. F, G. D, C. E und C? Nee, D, C. D, C. Ah, ich habe nur Dingsbums-Thema. Weil ich kann bei mir ja im Moment nichts irgendwie machen. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge der Diamanten? Was für eine Reihenfolge? Was, Diamant? Warte, vielleicht... Ich habe einmal Weiß, einmal Gold. Aber eins fehlt noch. Vielleicht muss ich nochmal hier mit der Maske was nachgucken. Aber ich habe keinen Plan, was ich mit diesen komischen... Ach doch! Ah! Ja, Mann, ja. Ich bin doch dumm. Hast du es gefunden? Ja, wenn man es erstmal nicht erkennt, was es darstellt. Okay. Okay, okay, okay. Ja, und rot. Und einen roten Diamanten. Gibt es da jetzt eine bestimmte Reihenfolge? Geht's auch einfach mal nicht, ne? Oh Gott, das Auge schon wieder. Aber was ist mit diesem scheiß Auge, Alter? Ich verstehe das nicht. Warte mal, ich muss nochmal die andere Maske nutzen. Wird alles schön schimmerig weiß, Alter. Nee, das mit der Uhrzeit habe ich ja dir schon gegeben. Nee, und das Auge blickt sich aber jetzt nicht nochmal, okay. Ey, ist ganz weird, Alter. Ganz weird. Ja, ich hab's geschafft. Das ist toll. So. Die Diamanten hatten eine bestimmte Reihenfolge, wo ich keinen Plan hatte. Ach so, okay. Man kennt's. Alter, ich bin aber ehrlich, hätte ich das Spiel alleine gespielt. Krapscht mein Dings an, Alter. Mein goldenen Würfel. Was wäre. Mein Vater. Ach so. Die Zukunft in der Vergangenheit. Die Vergangenheit in der Zukunft. Ja, und? Muss ich nochmal mit meinem Vater hier sprechen oder was? Kann ich dir nochmal in die Taschen schauen? Nee, kann ich nicht. Keine Ahnung, was ich machen soll. Hier noch was bei dem Würfel? Nee. Die Masken? Nee. Oh fuck, das ist viel zu schlecht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das wollte ich halt jetzt nochmal erwähnen, weil hätte ich das Spiel wahrscheinlich alleine gespielt... Ach da! Dann wäre ich total wahrscheinlich verloren gewesen, wäre ich jetzt noch nicht mal glaube an dem Punkt hier. Okay, was? Jetzt gehört funktioniert besser. Ich habe den. Ich habe den. Was? Den schwarzen Würfel, den habe ich jetzt wieder erhalten. Oh, mein Vater? Give me the cube. Okay, gib mir den Würfel, aber gerne, Vater. The past. In the future. Die Vergangenheit in der Zukunft. Die Zukunft in der Vergangenheit. Ja, das habe ich schon gemerkt, Vater. A cube. Inside a cube. Ein Würfel in einem Würfel. Okay, wir sind jetzt hier wieder, wow, richtig tiefgründig. There is a way out. In Würfel, in einem Würfel ganz so, drin. Es gibt einen Ausweg, ja. To the lake, where we both zum belong, See, wo wir beide hingehören, meine Tochter. If the three gems are found, wenn die drei Edelsteine und der goldene Würfel in der Vergangenheit gefunden wurden, okay, schau genau in den Würfel, den ich halte. Both of you. Drückt beide auf die Mitte des Würfels und halte 10 Sekunden lang gedrückt. Okay, wir müssen das auch wieder gleichzeitig machen. Mit dem gedrückt halten Würfel und so weiter. Ja, bist du ready? Ja, ich bin bereit. 3, 2, 1 und drücken. Okay. Oh ja, jetzt passiert was. Okay. Ich sehe meinen Vater. Okay, ich sehe jetzt auch eine Schattengestalt. Alter, ja, bei dem Spiel kann man so viele... Oh Gott, jetzt sehe ich wieder meinen Vater, jetzt sehe ich wieder dich, jetzt sehe ich wieder... Hä? Okay, oh Gott, Alter. Ey, dieses Spiel bietet so viele Sachen an für Thumbnails, Alter. Das ist echt krass. Oh Gott. Such dir aus, ne? Ja! Alter, jetzt kommt hier gleich so Epilepsie-Anfall. Oh Gott, Alter, ich kann da fast gar nicht... Auf den Herzschrittmacher noch überlebt, das war kein... Ja, Alter, man konnte da jetzt fast gar nicht hinschauen. Okay, was kommt jetzt? Zukunft Kapitel 3! Oh, ich hoffe jetzt nicht, Digga. Ende. Oh! Wahrscheinlich nicht. Oder? Du bist am Ende angelangt. Hat euch der andere Spieler das Ende auch erreicht? Oh, echt? Ja? Oh, okay, interessant. Also, ja, hast du das Ende?
Ja, der Kreislauf ist besprochen. Die Lücke ist geschlossen. Ja. Im See gibt es keine Zeit. Die Zukunft und die Vergangenheit verschwimmen. Du und die andere Person. Du und die andere Person, ihr seid eins. Ach nee. Das wissen wir doch schon immer, ne? Ihr gehört nur beide dem See. Okay. Wo eure Seele überleben. Überblühen wird. Überleben wird. Oh Gott. Oh, wir sind Baum geworden. Hä? Oh, schön. So ein Kirschblütenbaum, Digga. Okay. Das ist der Schmetterling. Das passt da jetzt irgendwie nicht ganz rein. Ich habe auch keine Ahnung, was hier passiert. Aber krass, das war The Past Within. Kreiert und kreiert von Rusty Lake. Okay, krass. Schön. Alter. Ja, aber ehrlich, ich bin nur ehrlich in der Annahme, hätte ich das Spiel alleine gespielt, also wenn es die Möglichkeit dazu gegeben hätte, ne? Aber wie schon gesagt, das Spielprinzip ist ja hier ein anderes. Ich hätte das, glaube ich, nicht so weit geschafft. Ich glaube, ich hätte mehrmals klotzen müssen, was ich machen muss. Weil es doch wieder einige Sachen gab, die einfach so von wegen so, hä? Was muss ich jetzt hier machen? Wie und was? Ne, aber das war doch gar nicht mal jetzt so schlecht. Glückwunsch, danke, dass ihr so Puzzle gespielt habt. Wir hoffen, dass euch das Koop-Erlebnis gefallen hat. Wähle beim nächsten Mal die Zukunft und spiele im Bienenmodus, um alternative Lösungen zu den Resten zu erhalten. Ja. Sag uns deine Meinung, ja, Errungenschaften. Ja, okay. Das ist jetzt natürlich auch noch so eine Sache. Was ist jetzt, ich weiß ja jetzt nicht, ob sich da irgendwas halt ändert, wenn man jetzt nur diesen Bienenscheiß da macht. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht, weil es gibt ja, das Spiel hat, glaube ich, insgesamt fucking 24 Erfolge oder so. Mhm. Da weiß ich halt jetzt nicht, warte mal, erstmal Hauptmenü hier. Da weiß man halt jetzt nicht, ob sich das jetzt noch mal lohnt. Was passiert jetzt? Ach no, ich kann nur jetzt neues Spiel machen. Ich würde mal sagen, das können wir doch beim nächsten Mal machen. Du meinst, ich meine, so vom Video her dann, ne? Dass ach so, dann, aber, ja! Mal umdrehen und das dann halt auch mal als Biene oder so. Oder dass man dieselben Dinger jetzt nur macht. Also, dass du weiterhin die Vergangenheit oder was du jetzt weißt. Ich habe schon wieder irgendwas vergessen. Ja. Es ist so, nur so fünf, nee, so zwei Minuten ist das her, dass wir das Ende hatten und du erstmal so, ja, was hatte ich eigentlich für eine. Das ist ein kurzer Gedächtnis, Alter. Ja. Dass wir dieselben Dinger sind, aber dann halt immer im Bienenmodus und die Bienen nehmen. Und ja. Und gucken, ob es halt genau dasselbe ist oder nicht. Und dann vielleicht das Ganze auch mal umdrehen, das halt, ne? Ja, aber ich glaube, es wäre, ich meine, das Ding ist ja jetzt, wenn wir das nochmal als Video machen, dann wäre es eigentlich ja in dem Sinn ja besser, wenn wir halt sagen, wir machen diesen Bienenmodus. Aber dass wir halt diese Zeitraffer halt umdrehen, dass halt du mal die Vergangenheit vor allem, dass du die Zukunft machst und ich die Vergangenheit, ne? Ja. Weil das ist halt auch wieder dieses, es ist halt jetzt kein Spiel gewesen, wo du halt den zweiten Bildschirm sehen konntest und halt da vielleicht mehr koordinieren konntest, ne? Warte mal, ich weiß gar nicht, ob das auch gehen würde. Einstellungen, kann ich hier irgendwas? Oh, Errungenschaften, jetzt sehe ich das erstmal. Ich habe Erfolge. What the fuck, wie viel? Was? Was? Was ist das? Okay, das ist verbunden mit den Erfolgen. Da habe ich nämlich in der Zukunft hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen freigeschaltet. Ach so. Ich glaube, das Spiel ist auch so ein bisschen aufgebaut wie Mitosa, dass du das halt auch mehrmals spielen musst, um halt wie wahrscheinlich alles zu bekommen, ne? Also halt in Richtung halt auch auf die 24 Erfolge wahrscheinlich. Aber ich dachte zumindest, ist das erste Koop-Adventure-Spiel. Ja. Nee, ich dachte vielleicht, das ist vielleicht auch hier wie so eine Vollbild? Nee. Ich dachte, dass man vielleicht auch bei diesem Spiel halt hätte sagen können, man kann irgendwie beide Bildschirme sehen oder whatever, aber gut, never mind. Dann ist das hier nicht der Fall, aber gerne können wir das Spiel dann nochmal spielen, aber dass wir dann halt das umdrehen und ja, dann ist das Spiel halt jetzt schon vorbei. Gott.
Gut, mit so einem, naja, was heißt jetzt, mit so einem schnellen Ende habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ich hatte halt nur mal schon mal im Voraus nachgeschaut und da ging halt auch nur Videos so eine Stunde oder so, wenn du es halt schlau anstellst. Aber gut, ich denke mal, wir haben das soweit gut alles hinbekommen. Ich habe 7 Errungenschaften freigeschaltet. Ach, dann hast du jetzt auch 7 Errungenschaften, okay. Ich glaube, ich habe die 7 Errungenschaften, die ich als meins alle haben kann. Halt bei der Vergangenheit, ne? Ja. Ja, und ich habe halt nur meine in der Zukunft. Das heißt, wenn wir dann beim nächsten Mal spielen und wir switchen das halt, dann habe ich halt ein paar Errungenschaften halt in der Vergangenheit und du dann die in der Zukunft. Ach, und deswegen meinen die das von wegen, ihr könnt dann nochmal switchen wegen Biene und Schmetterling. Ich glaube, das ist, wenn man das 1000 Mal, okay, ja, ich habe das schon verstanden. Ich habe das schon verstanden, ja, wie die das meinen, ne? Das, Ich muss sagen, das ist ein geiles Spiel. Ja, also wirklich, ja. Ich glaube auch, das ist das erste Spiel von Rusty Lake, wo die auch mal diese 3D-Ansicht benutzt haben, ne? Welche du ja jetzt zum Schluss hattest, aber welche ich halt am Anfang hatte. Aber dieses 2D, das haben die ja schon immer irgendwie gemacht, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele es von Rusty Lake gibt, aber es sind einige. Und ich bin halt damals nur auf die gestoßen wegen Samsara Room und ich dachte mir halt so, geil, ich gönne mir das. Und dann war es aber total abfuckend. Und ich weiß nicht, wieso die auf so kryptische Geschichten oder so stehen, aber die, keine Ahnung. Das ist dann halt so was Surreales, was mir zwar gefällt, aber ich habe dann den Sinn bei Samsara Room nicht verstanden. Das Ende zum Beispiel. Kann Sinn machen. Ne? Ja! Das, aber ich weiß nicht, wie du bei solchen Spielen bist, aber ich habe immer wieder dann, wenn ich ein Spiel, sagen wir mal, durchgespielt habe, immer so dieses Verlangen, die Story von dem Spiel komplett zu verstehen. Ja. Ne? Und das triggert mich so sehr, dass ich halt bei gewissen Spielen keine Lösung finden kann. Ne? Und das ist dann halt bei Samsara Room zum Beispiel der Fall und halt hier bei The Past Within ist es halt, ja, wie will man das erklären? Dass wir irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich weiß, wie du es meinst. Ne, das ist immer bei mir abfuckend, dass ich das halt nicht irgendwie, ich weiß nicht. Das stört mich so eine kurze Zeit und dann ist es halt wieder weg, ne? Weil du hast dann das Spiel abgeschlossen, du hast es erledigt, kann irgendwo in die Ecke gehauen werden und du siehst es nie wieder. Ne? Ja. Aber. Ja, aber ich muss sagen, so Rätsel lösen Fan bin ich eigentlich auch nicht, weil ich halt irgendwann an einem gewissen Punkt nicht mehr weiterkomme. Ja, das ist das halt eben. Du kannst halt so dumm denken, wie du, oder so schlau denken, wie du willst, du checkst es nicht. Und dann gucke ich eine Lösung an, denke mir so, hä? Das funktioniert doch nicht. Und dann funktioniert es plötzlich doch. Und ich denke mir so, warum bin ich selbst nicht drauf gekommen? Das ist doch die dümmste Lösung ever. Ja, also das Ding ist, ich ärgere mich eigentlich einfach nur vorhin, dass, warum ich einfach nicht selber darauf gekommen bin, dass ich halt hätte noch was bei mir einstellen können. Weil sonst war das dann jetzt auch nur das einzigste Mal, wo ich halt wirklich nachschauen musste, was wir machen müssen. Mhm. Ne? Aber sonst haben wir ja alles soweit hinbekommen. Wir konnten ja miteinander. Wo wir selbst öfters mal ein bisschen lost waren. Ja, aber das ist dann auch wieder so dieses halt Koop, dass du halt mit der anderen Person so sprechen kannst, von wegen, ey, ich habe hier gerade das, hilft dir das vielleicht weiter? Und dann die andere Person halt so, ja, wow, super, ne? Das ist halt. Ey, du weißt schon, also, wie ich das meine. Das ist halt. Aber wir gehen so beide so übelst lost, man so, ich weiß nicht, was du mir da geschickt hast, ich komme damit nicht klar, ich ja, check's nicht. Aber du weißt, du kannst aber selbst nichts machen und du irgendwie aber auch nicht, bist du irgendwann so checkst, so, ach, das soll ja das und das darstellen, ne? Ja, oder das, was halt auch abfuckend halt war für mich, ist halt, dass ich nicht wusste, wie das bei dir gerade aussieht, ne? Weil, ich weiß nicht, man war das halt anders immer gewohnt, jetzt halt hier zum Beispiel A Way Out, wo du halt genau sehen konntest. Man halt immer sehen konntest, wo der andere ist, was der andere macht. Genau, ja. Und dann halt hier du ein Spiel hast, wo es halt komplett auf nur das mündliche Kommunizieren eigentlich ankommt, ist eigentlich in dem Moment ja scheißegal ist, wie das bei dem anderen aussieht, aber trotzdem ist das irgendwie, keine Ahnung. Trotzdem dann halt so eine Sache, was wir dann halt beim nächsten Mal ausprobieren. Ja. Ne? Also ich muss sagen, mich hat es gar nicht interessiert, wie es bei dir gerade aussieht, weil ich war ja hauptsächlich damit beschäftigt, halt immer irgendwelche Sachen nebenbei zu machen. Ja. Und um zu gucken, ob ich im Spiegel irgendwas finde oder ob ich irgendwas machen kann. Mhm.
was unabhängig von dir ist, was du, ne, was dir vielleicht dann später weiterhilft oder so, ne? Ja. Und damit kam ich gar nicht zu dem Gedanken zu überlegen, so ja, wie könnte jetzt dein Raum aussehen? Ja, aber ich denke mal auch, dass wenn wir das Spiel dann nochmal spielen, es ja dann in irgendeiner Hinsicht dann für uns ja einfacher dann sein wird, denke ich jetzt mal zumindest, die Rätsel halt zu lösen. Und du so, naja. Ich habe schon innerhalb wie viele Sekunden nicht gemerkt, was für eine Zukunft oder Gegenwart ich war. Oh Gott, ja, aber ich wollte es nur so gesagt haben, ne? Ich weiß wieder nicht mehr, ne, also. Gott, vielleicht wird es dann wieder irgendwann total wieder dann eskalieren, aber gut, das kennt man ja von uns eigentlich. Also du weißt schon, dass ich mir das nicht gemerkt habe, was ich jetzt war, ne? Ja, ich glaube, das Kurzzeitgedächtnis ist sowieso wieder nach der Woche komplett wieder eingeschaltet. Eigentlich müsste ich ja mal das Video beenden. Aber gut. Beende das Video mal und... Ja, also, wir haben ja jetzt schon gesagt, wir werden das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen, um halt nochmal jeweils das andere Zeit-Dingsbums-Abschnitt-Zeugs dazu zu zeigen. Aber... Auf jeden Fall ist jetzt erstmal dieses Video hier zu Ende, Leute. Wenn euch das erste Ende, sagen wir mal, von The Past Within gefallen hat, dann lasst dem Video doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos und auch andere Videos hier bei mir nicht mehr verpasst. Und ihr dürft uns gerne mal bei Instagram besuchen, ist halt hier eingeblendet und auch unten in der Infobox alles verlinkt. Und dann würden wir sagen, sehen wir uns... Ciao. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Also bis dahin. Ciao. Macht's gut.